So, jetzt habe ich hier eine kleine Übung. Und zwar, ich habe hier 5 Firmen. Jede Firma macht so viel Umsatz. Das sind die Ausgaben von jeder Firma. Jetzt wollen wir zuerst mal den Profit ausrechnen. Und ich habe hier geschrieben, Profit ist gleich Umsatz minus Ausgaben. Dann kommen Steuern. Wir haben hier 17% Steuer. 17% vom Umsatz ist der Steuersatz. Und was ich hier haben will, sind die Steuern, also die Steuerbeträge. Und die 17% gelten für alle Firmen. Ne? Und das ist immer 17%, also in dem Fall ist es 17% vom Umsatz. So, und dann haben wir den Nettoprofit. Der Nettoprofit ist dann der Profit minus die Steuer. Jetzt kommen wir zur Formatierung. Alle Daten müssen zentriert sein und die Überschriften müssen in Fett sein. Bei Profit, also bei hier, bei Profit, bei Spalte D, die Minuszahlen will ich in Rot haben und innerhalb Klammern, also kein Minus, also zum Beispiel minus 5 soll nicht als minus 5 dastehen, sondern Klammer auf, 5, Klammer zu und in Rot. Während die Pluszahlen müssen in Blau dastehen. Beim Nettoprofit, die Minuszahlen sollen gar nicht sichtbar sein, also Zellen, wo die Minuszahlen drin sind, die sind dann leer und Pluszahlen in Grün. Alle Zahlen sollen mit 1000, also alle Zahlen sollen mit 1000er Trennpunkte und keine Stellen hinterm Komma.